Hallo, mein Name ist Steve. In diesem Tutorial werde ich Ihnen erklären, wie Sie eine neue Tastaturtaste installieren. Wir werden in diesem Tutorial sehen, wie installiert man eine Standardtaste mit 4 Befestigungspunkten. Für dieses Tutorial. Sie benötigen die Tastaturtaste und das Scharnier der Taste. Sie benötigen kein Werkzeug, aber nur deine Hand. Lass uns gehen. Kippen Sie den inneren Teil des Scharniers. Hängen Sie dann den inneren Teil des Scharniers an die beiden unteren Befestigungen und schließlich den äußeren Teil des Scharniers falten, um an den beiden oberen Befestigungen zu hängen. Nimm die Taste in die richtige Richtung, damit die Taste-Clips richtig positioniert sind. Und schließlich klipp den Taster auf der Tastatur mit leichtem Druck. Dieses Tutorial ist jetzt abgeschlossen. Sie können auch in unseren anderen Videos nach anderen Tastetypen suchen. Wenn Sie Ihre Gummitasse ersetzen müssen, lesen Sie das entsprechende Tutorial zu diesem Thema. Und schließlich für alle Ihre Tastaturtastenersatzanfragen, kontaktieren Sie uns direkt auf unserer Website laptop-jurid.com. Bis bald!